Das, was ihr vielleicht als Beef empfunden habt, war meine Reaktion, dass ich keine Lust hatte, über dieses Album zu sprechen. Also aus reiner Neugierde heraus würde ich tatsächlich gerne in die 70er Jahre zurück. Döner mit Leberwurst möchte wissen, könntest du dir ein Feature mit Enno vorstellen? Leute wie Bushido oder auch Savage, alle hat es sehr, sehr geschockt, als er vor 20 Jahren gestorben ist, weil er eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Es wird halt von einem Tante-Emma-Laden zu einem top ausgerüsteten Supermarkt. Wenn Rap politisch ist, dann ist die Gesellschaft richtig scheiße, da du das Problembewusstsein hast. Wenn du XXXTentacion hören willst, hör's doch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Falk hier auf dem Backspin-Kanal auf YouTube. Ihr könnt mir wie immer Fragen stellen hier im Community-Tab. Der Martin, der blendet das ein, der ist auch schon richtig heiß darauf, weil ich ihn berühmt gemacht habe. Der findet das richtig klasse. Scheiße, Mann, jetzt sind wir also Fan. Und ansonsten könnt ihr natürlich die Glocke drücken, um dem Kanal hier zu folgen. Und ich fange jetzt an, Fragen zu beantworten. Wie immer habe ich Ideen, manchmal habe ich auch keine. Wir werden sehen, was hier passiert. Und zwar möchte Gambler als erstes wissen, sehr geehrter Herr Schacht, ich wollte von Ihnen wissen, ob Sie das Konzept des Albums als ganzheitliches Werk eines Künstlers im Jahre 2020 für überholt halten. Er fügt hinzu, die unzähligen Rapper, die im Wochentakt auf Spotify und YouTube mit ihren Singles Millionen von Klicks generieren, gleichzeitig aber Probleme haben, mit ihren Alben in der heutigen Zeit in den Top 10 zu charten, könnten ein Indiz dafür sein, dass das Format des Albums heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist und an den Hörgewohnheiten des Konsumenten vorbeigeht. Daran anknüpfend hat Ihrer rein subjektiven und persönlichen Ansicht nach die höhere Wertung von Streamingzahlen bei der Chartvergabe seit den letzten Jahren der Qualität der Musik eher geschadet oder geholfen? Okay, zwei Fragen. Hochachtungsvoll ein Schachtinator, schreibt er noch darunter. Grüße. Also, das Ding ist, wir befinden uns in einem Wandel. Hip-Hop kommt aus dem Albumsektor und hat da viele Erfolge gefeiert, während im Pop-Sektor eben Pop-Musik Single-Erfolge feierte. Und jetzt sind wir da in diesem Pop-Sektor und haben auch Singles-Erfolge. Heißt das automatisch, dass Alben nicht funktionieren? Nein, das heißt es nicht. Wenn man sich ein bisschen die Charts anguckt, dann bekommt man den Eindruck, dass Künstler, die früher im Albumsektor nicht mehr so stark gewesen wären, weil da alles voll Hip-Hop war, dass die jetzt plötzlich aber auch wieder Erfolge haben. Also da der Markt hat sich ein bisschen gedreht sozusagen. Das heißt aber eben nicht, dass Alben nicht funktionieren, sondern Rapper reagieren nicht mehr so auf Alben. Also sie haben selber, verspüren offensichtlich nicht mehr so den zwingenden Druck, Alben zu machen, weil es funktioniert ja mit den Singles. Das heißt, sie werden durch ihren eigenen Erfolg dazu erzogen, einige zumindest, sich diesem Single-Sektor da hineinzubegeben und den Albumsektor vielleicht ein bisschen zu vernachlässigen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, hat das geschadet oder nicht, auch was die Streamingzahlen und Chartvergabe betrifft. Ich glaube insgesamt, was die Streamingzahlenbewertung betrifft, hat es eher Hip-Hop was genutzt, weil Streaming ein sehr stark junges Thema ist. Dementsprechend sehen wir sehr viele junge Hip-Hop-Themen als erfolgreich. Und ich sag mal, die etwas älteren Fans und ihre Künstler haben ein bisschen das Nachsehen. So hinter den Kulissen kann man auch ein bisschen wahrnehmen, dass industrietechnisch gesehen Unmut ist vielleicht das richtige Wort, aber man guckt, ob man nicht Sachen ein bisschen anders verteilen könnte, was so Geldflüsse und so weiter betrifft, also in Bezug auf Quoten und wer bekommt wie was. So Künstler, die sich früher nicht so stark dafür interessiert haben, in Bezug, damit ihr versteht, was ich meine, die Zeile, die Torch mal gerappt hat, dass unser Geld hat die GEMA und das sehen wir nie, weil es nämlich die Nena bekommt. Also die Zeile geht ja irgendwie, ihr wisst schon, wie sie geht, ich nicht. Aber genau darum geht es. Früher hat man sich als Nena nicht so sehr dafür interessiert. Und heute hätte eine Nena ein stärkeres Interesse, dass das so. Ich glaube, ihr habt jetzt verstanden, was ich da meine. Von daher, es ist eine logische und natürliche Entwicklung aufgrund des Erfolges. Und ob das positiv oder schlecht ist,
Ich habe da ehrlich gesagt keine so ganz richtige Meinung zu, weil am Ende des Tages habe ich immer noch genügend ausreichend gute Musik, die ich finden kann. Aber ich glaube, das ist ein Knackpunkt und da kommen wir später, weil es gibt noch andere Fragen dazu, die dann in diese Richtung gehen. Neroxan, passend zu der Cliffhanger-Frage vom letzten Mal, würde ich gerne mal deine Meinung zu Apache hören. Finde es lächerlich, wie ihm viele Leute immer den Rap-Status absprechen wollen. Geht mir genauso. Also ich finde, das ist ein respektabler Musiker und auch Rapper, der halt auch singt und der noch Erfolg hat und der keine Angst hat, Pop-Sachen zu machen. Das trifft nicht immer meinen Musikgeschmack, aber wieso sollte ich ihm da irgendeinen Status absprechen? Also ich kann mit solchen ultimativen Sachen immer nicht ganz so viel anfangen, weil wir können uns sachlich darüber unterhalten, ob er jetzt eher Sänger, eher Rapper oder was weiß ich ist, oder ob es Hip-Hop kulturell beeinflusst ist oder Deutschrap kulturell beeinflusst ist oder nicht. Kann man auf einer sachlichen Ebene machen. Das Problem ist, dass Leute zu stark in ihrer persönlichen Emotion, ich finde es wack und deswegen ist er kein Rap. Ja, okay, gut. Das ist mir ein bisschen zu, ich trenne da halt und man muss da auch trennen, weil ansonsten redet man einfach über zwei Sachen so, als wäre es eins und das funktioniert nicht, da kann ja nichts bei rauskommen. Firo Habib fragt, warum der Beef mit Präsident und wäre ein Gespräch, Talk, Interview denkbar? Ich habe keinen Beef mit Präsident. Seine Musik hat mich nie so erreicht und erwischt, wie es bei vielen anderen ist, wo ich nehme das wahr, aber gebe dem ja auch immer mal wieder eine Chance und höre mir das an, aber es funktioniert für mich nicht und ein Interview, also deswegen verspüre ich da auch ehrlich gesagt keinen tieferen Drang, weil das irgendwie bei mir nichts auslöst, was mich jetzt groß interessiert. Und das, was ihr vielleicht als Beef empfunden habt, war meine Reaktion, dass ich keine Lust hatte, über dieses Album zu sprechen. Ich fand halt, dass das zum falschen Zeitpunkt kommt, dass wir gerade ein paar andere Probleme haben, die ein Ticken wichtiger sind. Das heißt nicht, dass man da nicht mal drüber reden kann. Aber es ist etwas, wir haben noch 10 Probleme vorher zu lösen, bevor wir über das sprechen. So, zweitens, hättest du eine Hip-Hop-Zeitmaschine, die nur einmal funktioniert, zu welchem Moment würdest du reisen, Ami oder Deutschrap? Ob man wieder ins Jetzt zurückkommen könnte, müsste ich nochmal überdenken. Okay. Also aus reiner Neugierde heraus würde ich tatsächlich gerne in die 70er Jahre zurück. Und würde mir das gerne alles angucken, und zwar 10 Jahre lang, was da in der Bronx passiert. Und ich würde aber auch gerne in die anderen Viertel fahren und mir da angucken, was da passiert. Und auch in die Clubs und Diskotheken, weil DJ Hollywood und Lovebug Starsky und so weiter ja auch am Start sind. Also das würde mich schon brennend interessieren. Ja. Marv Drazer fragt, gibt es Untergrundserien à la Eimsbusch Tapes oder Style-Liga, die du empfehlen kannst? Ich habe das hier schon mal so ähnlich gesagt. Für all diejenigen, die Musik suchen, die so ähnlich ist wie in den 90ern und die lyrisch gesehen auch auf dieser Ebene operiert, die sollten einfach mal in die hip-hop-vinyl.de Charts gucken, die Top 100 bei Deutschrap. Dasselbe könnt ihr auch bei Vinyl Digital machen. Und es gibt auch noch ein paar andere Online-Shops, die Hip-Hop-Sachen verkaufen, wo ihr da auch mal reingucken könnt. Weil es gibt ohne Ende aktuelles Zeug. Und wenn ihr das bis jetzt nicht wisst, dann habt ihr theoretisch auch schon 20 Jahre verpasst. Es gibt da sehr spannendes aktuelles Zeug, aber auch eben aus den letzten 20 Jahren. Aktuell gibt es zum Beispiel Labels wie Heiße Luft, die ich spannend finde. Daily Concept ist spannend als Label. Erotic Toy Records ist vielleicht ein Ticken zu modern, aber ist trotzdem ein spannendes Label. Also es gibt genügend Zeug und da könnt ihr das finden in diesen Deutschrap 100 Charts bei hiphopvinyl.de. Das ist immer eine ganz gute Orientierung für den Underground. Döner mit Leberwurst möchte wissen, könntest du dir ein Feature mit Enno vorstellen? Nur wenn wir Deutschraps Mutter und Amerikas Rap Mutter, ihr wisst Bescheid. Daniel Ebert, was ist aus dem Hip-Hop-Stützpunkt in Berlin geworden?
Das ist ja das Projekt, was Achim Walter von MZ gestartet hat. Und meine Infos sind so, dass das nach wie vor am Start ist, dass das auch gut funktioniert und dass so, wie soll ich sagen, es wird so Community-Arbeit gemacht im Sinne zum Beispiel, dass ich weiß, dass B-Boys zur Weltausstellung nach China, wo da genau, weiß ich nicht, aber das ist auch schon ein paar Jahre her, aber dahin gefahren sind und dass das über den Hip-Hop-Stützpunkt organisiert wurde. Also von daher, das ist mein aktueller Stand. Maurizio möchte wissen, was wurde aus Neo von den Headliners Hamburgs Finest Deluxe Records? Ich weiß nicht, ob das Neo betrifft, aber meine letzten Infos sind, dass einer von den Headliners oder zwei auf jeden Fall Lehrer geworden sind. Aber sonst mehr weiß ich auch nicht darüber. Heribert Harzenberger möchte wissen, hast du Maxim kennengelernt? Rest in Peace. Also für die, die das vielleicht nicht wissen, Maxim ist eine legendäre Figur der Berliner Hip-Hop-Szene, der in den 90ern auch sehr aktiv war und ja, der viele der heutigen Alten, die wir kennen, im Grunde als Kinder mit großgezogen hat. Ob nun Leute wie Bushido oder auch Savage, alle hat es sehr, sehr geschockt, als er vor 20 Jahren gestorben ist, weil er eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Und ich habe Maxim mal auf einer Jam getroffen, aber jetzt für kennengelernt oder Freundschaft, das wäre übertrieben. Man hat sich Hallo gesagt und das war es auch. Also darüber hinaus kann ich mich nicht mit persönlichen Erfahrungen aufwarten. Philipp möchte wissen, gehen die anderen Elemente von Hip-Hop durch die wachsende Aufmerksamkeit, die Rap bekommt, unter? Also solche, das finde ich ja immer interessant, weil das ist ja die Frage nach dem Auseinanderdriften der Elemente. Und für mich gibt es sehr, sehr viele Gründe. Ist auch logisch, es gibt immer mehr als einen Grund für alles auf der Welt. Sehr viele Gründe, warum das auseinanderdriftet. Außerdem, es ist ja auch eine Form von Gefühl, muss man auch mal sagen. Und der Punkt dabei ist, dass die Elemente alleine alle so stark sind, dass sie viele Menschen auch anziehen und sich dafür begeistern, die eben nur für diese eine Sparte sich interessieren. Also wenn ich zum Battle of the Year gehe, da sind 10.000 Leute. Das ist nicht, ich war auch auf dem ersten Battle of the Year. Und das ist einfach mengentechnisch, größentechnisch, ist einfach vollkommen verschiedene Welten. Und natürlich ist es auch klar, dass sich aufgrund dieser Mengenverhältnisse Dinge verändern. Das heißt, auf dem ersten, auf dem zweiten und auch noch auf dem fünften Battle of the Year ist es natürlich wesentlich familiärer, weil man fast alle Leute kennt. Und weil auch die Besucher dieselben sind, mehr oder weniger, die da hinkommen. Das ist natürlich was völlig anderes, wenn du ein halbes Fußballstadion oder ein ganzes hast mit 10, 15.000 Leuten. Aber man kann ja jetzt nicht sagen, dass die keine Aufmerksamkeit bekämen. Auch Graffiti sagen auch Leute, ja, Graffiti ist am Sterben und so. Also sorry, aber ich sehe überall von totalem Toy-Graffiti bis ziemlich krasse Sachen. Plus darüber hinaus, was das noch alles beeinflusst, also B-Boying beeinflusst die kontemporäre Tanztheaterszene wahrscheinlich wie nichts anderes. Ich übertreibe da jetzt mal. Tanzschulen von Detlef die Soest bis Tante Erna in Hintertupfingen haben statt Jazzdance oder sonst irgendwas, haben die halt Hip-Hop-Tanzkurse. Also man kann nicht davon sagen, dass es keine Aufmerksamkeit mehr bekommt. Eher im Gegenteil, man müsste eigentlich die Frage stellen, ist da zu viel Aufmerksamkeit oder anders? Das wäre schon wieder wertend und das will ich eigentlich nicht. Was bringt die viele Aufmerksamkeit mit sich? Nämlich das, was ich vorhin gesagt habe. Es verändert sich automatisch das Gefühl, das man dazu hat, die Menschenmenge, wie die damit umgehen. Es wird halt von einem familiären Ding, von einem Tante-Emma-Laden zu einem top ausgerüsteten Supermarkt. Was man lieber mag und wo man mehr Bock drauf hat, das ist eben die persönliche Antwort, die ihr euch geben müsst und nicht ich. Ich mag theoretisch beides. Ich mag, um mal persönlich zu werden, in meinem Format, ich mag sowohl in einem Tante-Emma-Laden sein und mag die persönliche Beziehung mit Tante Emma und
man unterhält sich und es ist charmant und sie hat vielleicht auch einfach nicht alles da, ist aber auch nicht schlimm, weil vielleicht bestellt sie es mir, ich komme eine Woche später wieder, keine Ahnung, vielleicht kann ich bei ihr auch mal anschreiben oder so. Das mag ich genauso, wie ich es teilweise mag, einfach in den Supermarkt reinzugehen. Keiner quatscht mich an, bitte keine langen Schlangen, wenn es geht. Und ich bin raus und alles ist da, was ich will. Also ich bin da sozusagen, und das würde ich jetzt mal wetten, geht euch nicht anders, da ist man auch paradox. Das heißt, die Annehmlichkeiten dieses einen massenmarkttechnischen, da ziehe ich mir das raus, was ich gut finde, aber aus dem Persönlichen genauso. Und weiß nicht. Also eine Welt, in der nur Tante Emma wäre oder nur Supermarkt, fände ich wahrscheinlich auch scheiße. Das Problem ist, wir wandern tatsächlich eher in diese Richtung als zu Tante Emma, aber okay. Nun habt ihr mich doch erwischt. Mike Müller möchte wissen, hat dir der Taktlos-Auftritt damals gefallen bei Supreme? Ja, deswegen habe ich ihn ja eingeladen. Fandest du seine Tapes zu der Zeit dope? Ist ein bisschen zwiespältig. Ich bin ein sehr beat-affiner Mensch. Bei mir geht also alles erstmal über den Beat. Und da muss ich zugeben, weder West-Berlin Maskulin noch Taktlos haben mich beattechnisch abgeholt, weil ich voll auf dem East Coast-Film damals war und es musste wie Gangster klingen und oder Mobb Deep oder Biggie oder sowas, so dass ich beattechnisch erstmal Probleme gehabt hätte, aber, und das ist eben dann hier die Ausnahme, das, was Taktlos da gerappt hat, fand ich so freaky, so wow, Alter, was passiert da? Was hat er für Gedanken? Und das fand ich faszinierend. Und deswegen habe ich ihn damals eingeladen, weil ich halt also tatsächlich genau auf Textebene das interessant fand und nicht so sehr, die Musik war mir dann so, ja, egal. Hauptsache, das, was ich aufregend und interessant finde, passiert da. Und genau das ist ja auch passiert. Und deswegen werde ich seit 20 Jahren auch auf diese Sendung angesprochen, weil halt, weil es euch offensichtlich genauso ging. Also, weiß ich nicht. Vielleicht wart ihr auch beattechnisch begeistert, aber texttechnisch auf jeden Fall, weil, wie gesagt, bis heute werden mir die Zeilen zitiert. Justus Jonas Best Off wahrscheinlich. Sollte deutscher Rap politischer sein? Wir haben es endlich geschafft, die größte, in Klammern, Jugendkultur zu sein. Und gefühlt machen wir nichts daraus, in Klammern, außer Geld. Und das ist nochmal eine andere Frage. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Es ist ja nicht so, dass Hip-Hop jetzt irgendwie, das ist ja nicht eine Person, die ich ansprechen kann, zu der ich hingehe und sage, so, Hip-Hop, jetzt sei mal politischer. Deswegen, Hip-Hop soll erstmal so sein, wie es ist. Es ist frei, es ist Kunst. Und es ist ja nicht eins, sondern ganz viele Leute. Und unter diesen vielen Leuten gab es schon immer welche, die politisch waren. Ob es nun in einzelnen Lines waren oder ganze Alben. Und die Menge, die verschiebt sich immer. Und sagen wir mal so, das, was die letzten Jahre feststellbar ist, dass es schon politischer geworden ist. Warum? Weil es Rapper gibt, die darauf reagieren, was in der Gesellschaft passiert. Und dann gibt es ja auch Menschen, die in der Gesellschaft als Fans, nenne ich die jetzt mal, agieren, die wiederum sowas suchen, wenn sie das finden, begeistert sind. Dementsprechend wächst das dann, wenn die politischen Umstände dafür sorgen, dass man das Bedürfnis hat, politischer sein zu müssen. Dementsprechend kann ich verstehen, wenn man sagt, Rap ist mir immer noch zu unpolitisch, ist ja okay. Und das kann man auch äußern. Aber man muss halt offensichtlich ein bisschen warten, bis es politischer wird. Ich will es mal so sagen, wenn Rap politisch ist, dann ist die Gesellschaft richtig scheiße. Public Enemy ist auch eine Reaktion auf Ronald Reagan. Und ich sag mal so, der ganz hedonistische, wirklich völlig sinnbefreite Party-Escapism-Rap ist ja theoretisch ein Ausdruck davon, dass es irgendwie okay ist. Also ja, man will irgendwie auch vielleicht vor Problemen weglaufen, aber das wäre mir fast lieber,
wenn alles okay ist und dafür Rap einfach, ja, anstatt dass die Umstände so scheiße sind, dass Rap politisch sein müsste. So sehe ich das ein bisschen. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es einfach immer nur noch politischer werden wird, weil dieses Jahr ist the most craziest auf jeden Fall, das ich je erlebt habe. Das kann auch nicht mithalten mit Sachen, die ich von meiner Mutter aus ihrem Leben weiß und so. Aber ich will nur hoffen, und im Übrigen meine Mutter hofft das auch, dass wir da nicht nochmal hinkommen. Aber ja, und dafür sollte man was tun und dafür sollte deutscher Rap politischer werden. Jetzt habe ich es auch gesagt. Ja. Ihr seht, es ist auch nicht immer alles so todeseinfach und nicht paradox und etwas, was ich eigentlich nicht machen möchte, muss man dann aber doch irgendwie machen. Man muss doch sagen, ey, wie wäre es, wenn Rap ein bisschen politischer wäre? Das, ja, das ist alles immer nicht so einfach. Hugo Hybrid fragt, sollte man Kunst vom Künstler trennen? Die nächste nicht so einfache Frage. Was spricht dafür, was dagegen? Ich denke da an XXXTentacion oder Michael Jackson oder ich füge jetzt mal R. Kelly und Gary Glitter, um mal aus dem Rap rauszugehen. Gary Glitter, wie heißt nochmal der Gitarrist von The Who? Pete Townshend ist das, glaube ich, ne? Ja. Afrika Bambaataa. Bei dem einen oder anderen haben wir Vorwürfe, die nicht bewiesen sind. Bei dem einen oder anderen haben wir Vorwürfe, die bewiesen sind. Und insgesamt ist es auch wieder komplex und nicht einfach. Ich versuche das mal runterzubrechen und dabei zu sagen, wie ich das handle. Für mich persönlich ist es so wie bei dir, Hugo Hybrid. Du hast das ja offensichtlich schon im Kopf. Das heißt, wenn du wo sitzt und XXXTentacion oder Michael Jackson kommt, hast du so im Kopf, ups, ist es jetzt okay oder nicht? Ist es jetzt so? Das heißt, bei einer Person wie dir ist das Bewusstsein, das Problembewusstsein vorhanden. Und wenn du das privat in deiner Wohnung hast oder machst, dann, so sehe ich das, da du das Problembewusstsein hast, wenn du XXXTentacion hören willst, hör's doch. Also, ich kann da jetzt nicht so das Riesenproblem im Augenblick erkennen. Vielleicht berichtigt mich jemand mit einem Blickwinkel, den ich noch nicht habe. Aber wenn du das zu Hause hörst, dann ist das so. Davon bricht jetzt noch nicht die Welt zusammen. Und so würde ich das für die individuelle Person, den Hörer, sehen. Viel schwieriger ist diese Frage zu beantworten für Spotify, YouTube, Twitter, Facebook, Fernsehen, Dokumentationen, Spielfilme, wo Musik laufen soll und so weiter und so fort. Wie geht man denn da mit um? Und das ist, glaube ich, tatsächlich hochkompliziert, weil dieses Problembewusstsein, von dem ich gesprochen habe, was du hast, wenn du Michael Jackson hörst, hast du diesen Gedanken. Wenn du jetzt dieser Radiomacher wärst, ja, okay, wie soll ich der Welt das jetzt zeigen? Ist ja schwierig. Wie soll ich sagen? Das ist auch wiederum eine persönliche moralische Entscheidung, die man beim Sender treffen muss. Ich wäre dafür, dass die Sender sich hinsetzen, darüber sprechen. Wie wollen wir das machen? Wo könnten Grenzen sein? Wie wollen wir damit umgehen? Und das ist so eine Sache. Eine andere Sache ist, was macht man, wenn es nicht bewiesen ist? Also wenn jemand verurteilt ist, ist es für mich relativ simpel. Gary Glitter zum Beispiel ist verurteilt, soweit ich das weiß. Da in die Cancel Culture reinzugehen und zu sagen, okay, Feierabend, könnte ich sehr gut nachvollziehen und fände ich sogar auch gerechtfertigt. Bei jemandem, der nicht verurteilt ist, ist es einfach viel schwieriger und komplizierter. Und final, wie gesagt, müsste man das dann senderintern besprechen. Ich sage mal so. Wenn ich ein Medium habe, das sich auf die Fahne schreibt, wir sind gegen und für, und es gibt einen Künstler, der Dinge macht, die hier eigentlich ausgeschlossen sind bei dem Sender, dann kann man das nicht spielen. Wenn man das doch macht, muss man sich gefallen lassen, dass jemand kommt und sagt, Digga, was ist eigentlich los bei euch so? Und
Darüber muss es, wie gesagt, immer internen Dialog geben und man muss sich darüber bewusst sein, weil sonst widerspricht man sich. Ich hoffe, ich konnte das irgendwie ein bisschen rüberbringen. So, Skyens fragt, Wunschartist für die zweite Platte auf Catch the Beat. Das überlege ich mir, wenn ich die zweite Platte mache. Das kann auch ein bisschen dauern. Ja. So, die letzte Frage für heute. Vincent Vega fragt, was schmeckt besser, ein Quarter Pounder oder ein Royal TS? Nein. Er fragt, hi Falk, stimmt es, dass Ronald McDonald, also doch Burger, aber egal, dass Ronald McDonald von MOR der Cousin von Savage ist? Und wenn ja, warum hat Savage ihn nicht mehr gefördert? Ja, das ist der Cousin von Savage. Ob er ihn nicht gefördert hat oder ob er ihn gefördert hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Deswegen kann ich die Frage nicht so 100% beantworten. Fakt ist, dass wir wissen, was Savage heute macht. Was Ronald McDonald macht, weiß ich nicht. Von daher, vielleicht ergibt sich daraus deine Frage aus der Fallhöhe. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, ob er ihn gefördert oder nicht gefördert hat. Ja, gut. Das war's für heute wieder hier bei Frag Falk. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin könnt ihr natürlich immer eine Frage stellen hier im Community-Tab, einfach drücken. Da könnt ihr dann eine Frage platzieren. Sonst auch gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr zu den Thematiken denkt oder vielleicht habt ihr andere Blickwinkel, das interessiert mich natürlich. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao. Ach so, Abo drücken, ne, hier. Hier ist irgendwo so eine Glocke oder so. Dingeling, ihr kriegt das hin. Backspin.